Heute testen wir vom Prinzenrolle die Creamies und zwar mit Spekulatius in der Winteredition. Ich persönlich wusste gar nicht, dass es die gibt. Die haben wir von unseren Nachbarn zu Weihnachten bekommen, fand ich ganz schön. Da waren auch noch 2, 3 andere Sachen dabei, die ich hier für euch testen werde. Deshalb kann ich euch weder sagen, wo es die gibt, noch was die kosten. Aber ich fand es richtig toll, so einen ganz kleinen Weihnachtsteller haben sie uns gemacht. Echt klasse. So, und ich bin ganz gespannt, wie die schmecken. Von Prinzen kenne ich ja persönlich so ziemlich eher die Prinzenrolle. Ich denke, das wird so ähnlich sein, nur dann dementsprechend mit Spekulatius-Geschmack. Und jetzt begrüße ich euch erstmal. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Testvideo. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt in die Großaufnahme. Ja, hier haben wir einmal die Prinzenrolle Creamy Spekulatius von De Beukeler in der Winteredition. Und auch hier, was soll man da sagen, ist doch wirklich eine richtig tolle Verpackung. Mit dem Reiter und dem Prinzen auf dem Pferd, da fühlt man sich doch gleich wie im Märchenschloss. Der Winter ist hier auch angehaucht, auch so ein bisschen noch mit weihnachtlichen Gewürzen. Es war mit Sicherheit zu Weihnachten der Renner. Kann ich mir gut vorstellen. Hätte ich mir auch gekauft, wenn ich es gesehen hätte. Aber wir haben es ja geschenkt bekommen. Und jetzt schauen wir mal, was so drin ist. So, Prinzenrolle Creamy Spekulatius ist die unwiderstehliche Kombination aus knusprigen Keks mit einer weihnachtlichen Cremefüllung. Okay, der Beutel ist wieder verschließbar, finde ich auf jeden Fall sehr gut, denn es ist eine Süßigkeit und da sollte man immer sparsam von essen. So, es ist ein Gebäck mit Cremefüllung, mit Spekulatius-Geschmack, also gehe ich nicht davon aus, dass der Spekulatius drinne ist. Zutaten, Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette, natürlich Palmkern, Sonnenblume, Kokos in veränderten Gewichtsanteilen. Süßmolkenpulver, Magermilchpulver, fettarmes Kakaopulver, Vollmilchpulver, Glukosesirup, Karamellzuckersirup, ja, das ist schön, Gewürze. Und bei den Gewürzen schreiben sie noch nicht mal bei welche, hätte mich gefreut, wenn da Spekulatius-Gewürz beigestanden hätte. Aber es wird bestimmt dann mit Aroma gemacht sein. Nährwerte habt ihr hier. 100 Gramm enthalten 496 Kalorien, 25 Gramm Fett, 59 Gramm Kohlenhydrate, davon sind 35 Gramm Zucker, 2,7 Gramm Ballaststoffe, 7,4 Gramm Eiweiß und 0,38 Gramm Salz. Inhalt der Tüte 172 Gramm. Ja, dann öffnen wir das Ganze doch mal und schauen, wie es aussieht. So, das kann man hier aufziehen, das ist schon mal gut. Und dann haben wir hier den Wiederverschluss. So. Mein Brettchen schon mal holen. Hier seht ihr einmal den Keks. Hübsch gemacht. Mit dem Prinzengesicht drauf, wie gewohnt. Hier seht ihr die Füllung. Und unten drunter. Wir schneiden mal an. So, hier haben wir jetzt die Spekulatsfüllung. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ich bin gespannt, wie es schmeckt und deshalb testen wir es jetzt. Los geht's! Ja, und jetzt testen wir die kleinen Prinzenrollen-Creamies mit Spekulatius-Geschmack. Bin mal ganz gespannt, aber erstmal schnuppern wir. Wow, okay, also das Aroma ist sehr Spekulatius. Ich hoffe, euch schmeckt dann auch danach und ist nicht zu künstlich. Aber wir probieren jetzt mal. Also, die schmecken super weihnachtlich. Aber ich finde, die schmecken volle Granate nach Lebkuchen. Aber mal so richtig.
Schön knusprig. Innen drin richtig schön cremig. Aber Spekulatius schmecke ich da ehrlich gesagt gar nicht raus, sondern tatsächlich Lebkuchen. Haben die sich vertan? In der Creme, man schmeckt den Zimt. Aber ich schmecke definitiv Lebkuchen. So einen ganz kleinen Hauch von Spekulatius bilde ich mir ein, aber ich finde, sie schmecken tatsächlich nach Lebkuchen, soll man gar nicht meinen. Nichtsdestotrotz sind die wirklich richtig lecker. Nur in meinen Augen hätte man da auch Lebkuchen draufschreiben können statt Spekulatius. Alles wie immer Geschmackssache, ihr Lieben. Für alle, die die Punkte vermissen, die Umfrage war klar. Es haben 70% gesagt, es ist ihnen nicht wichtig oder sie möchten keine Punkte und 30% wollten sie beibehalten. Deshalb gibt es jetzt keine Punkte mehr. Ich bewerte die Lebensmittel einfach nur noch nach ihrem reinen Geschmack und gebe dann eine Empfehlung oder sage dementsprechend, es schmeckt mir überhaupt nicht. Denn es ist ja so, jedem schmeckt das tatsächlich anders. Und wenn ich jetzt sage, Leute, 10 von 10 Punkten und ihr kauft euch das und es schmeckt euch überhaupt nicht, was hier schon ganz oft der Fall war, hatte ich schon ein paar Kommentare. Und deshalb finde ich es besser, einfach den Geschmack zu erklären und euch zu sagen, wie das Ganze schmeckt. Die sind tatsächlich sehr lecker, würde ich mir auch wieder kaufen. Nur ich persönlich finde tatsächlich, sie schmecken extrem nach Lebkuchen und nicht unbedingt nach Spekulatius. So ist das manchmal mit den Geschmäckern. Habt ihr die schon gegessen? Sagt mir mal, wie ihr findet, dass die schmecken. Ab in die Kommentare damit. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Alles für den lieben Algorithmus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!